Ja, sehr zufrieden. Er war unglaublich engagiert, hat extrem gut verteidigt, oft auch nachverteidigt, hat ein Tor gemacht, hätte, glaube ich, noch 3, 4 Tore mehr machen können, wenn ein Querball mehr bekommen hätte. Hatte immer eine gute Position und war, wie gesagt, sehr engagiert. Ich glaube, das, was man ihm manchmal versucht anzuheften, ist, dass er vielleicht nicht an die Grenze geht. Das wirkt so. Heute fand ich, war sehr engagiert und wollte alles reinwerfen. Von dem bin ich völlig zufrieden. Haben Sie schon mal einen so guten 18-Jährigen gesehen wie Musiala? Jetzt in meiner eigenen Mannschaft glaube ich nicht. Generell gibt es schon 2, 3 sehr gute 18-Jährige. Petri zum Beispiel ist ein sehr guter 18-Jähriger auch, oder ist der auch 18, ich glaube. Also Jamal ist unglaublich gut mit dem Ball. Aber ich sage euch auch, da steckt noch viel drin. Also da haben wir noch ja, sehr viel Potenzial, was man noch rausholen kann. Aber was er am Ball macht, klar, das ist, er hat irgendwie auch ein Magnet eingebaut. Der Ball flippert immer wieder auch zu ihm zurück. Hat er schon große Qualitäten, keine Frage. Das ist ein sehr, sehr talentierter 18-Jähriger.